45 pro Minute, wie viel braucht ihr? 60 pro Minute. Sehr gut. Dann. Um was geht es denn? Wires. Nee, doch, ja. Okay. Was brauchst du denn für Kabel? Beziehungsweise warum machst du Kabel? Ja klar, warum machst du die? Weiß nicht. Weil es lustig ist. Nee, Sekunde, gib mir... Eins, Moment, lol. Ich benötige die. Um... Ja? Deutsch zu können. Nein, Deutsch, ich mache gerade Statoren. Ich weiß nicht, wie das Dinge heißen, so komische Motoren. Ja. Die wir dann mit der Kraft der Freundschaft dann. Und mit der Macht des Mondes. Das stelle ich als. Ja. Das stelle ich als Ja. Voraussetzung wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte gerade sagen, das fand ich war die beste Vokabel, die ich heute gehört habe. Das war ja noch nicht mehr ein Wort, deswegen nehme ich als Kompliment. Gern geschehen. 18 pro Minute, wie viel produziert der? Verteile gerne Komplimente. 15 pro Minute. Keine Ahnung. Perfekt. Perfekt, wenn es ganz genau nicht passt. Dann darf ich mir irgendwo hier aus dem Arsch einen Scheiß Schnecke ziehe. Ja gut, die musst du dann suchen gehen. Ist dann halt so. Oh mein Gott, wie schlimm. Oh mein Gott. Hat es gesagt, die Bösen... Just stop it. Oh mein Gott, dieser Schimmel. Hör auf zu singen. Das wäre für uns alle. Das wäre für uns alle viel ertragbarer. Mein Gott, dieser Kümmel. Nein. Einfach aufhören. Das kann ich nicht ertragen. Doch, hör einfach auf zu atmen. Hab ich schon mal versucht. Blöder Reflex. Es lässt sich zur Not auch abstellen. So, es lässt sich zur Not auch abstürzen. Atempunkt, Exit, stop working. Genug Wasser und das mit dem Atmen, das... Er regelt sich von allein. Das geht schon genau. Von allein. Schon nein. Egal, was jetzt kommt... Ich habe mich nicht vertan in der Hinsicht. Du hast dich vertan, egal um was es geht. Und das werde ich so kommunizieren. Was ist das eigentlich für ein Viech, was da die ganze Zeit schon immer fliegt? Ich frage es mich genau das Gleiche und ich habe mich vertan. Es will uns bestimmt darauf hinweisen, dass wir die Natur kaputt machen, dass wir damit aufhören sollen. Und unsere Antwort darauf ist... Nein. Versuchen es zu töten und Nein sagen. 30. Das sind drei unterschiedliche Quellen, ne? Eine kann ich anzapfen ohne Probleme. Ich weiß zwar nicht, um was es geht, aber... Ja. Stimmt. Oh mein Gott, dieser Pimmel. Nein, just stop it. Was hab ich dir bloß getan? Du lebst. Manko. Das ist schon schlimm genug. Danke. Das baut mich auf. Ja, das war auch mein Ziel. Noch mehr aufbauen. So, und weiter craften.
baust immer noch die Sache für die Kupferdrähte oder was? Nee, also... jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich noch eine zweite Rohrfabrik mache. Auch weil ich habe mich vertan, wir brauchen noch einmal eine runde Rohre. Wir haben doch schon... Also du meinst die Stahlrohre? Ja. Und den haben wir doch schon zwei Fabriken. Ja, es reicht aber nicht. Die sind voll. Voll. Voll was? Ausgelastet. Wir haben die voll benutzt. Die. Hä, die produzieren doch für nichts. Doch, klar, natürlich. Was denn? Für die Schrauben zum einen. Ach, du meinst die Eisenstangen, nicht die Stahlrohre. Ich hab doch gesagt, die Stahlrohre. Denkst du, es ist in Ordnung, wenn man einen Eisenstall anzappt und das dann rechts drumherum führt? Also außerhalb der Anlage. Ich weiß, es ist nicht schön und so, aber... Du kannst auch sonst irgendwo noch Eisen holen. Wir haben genug dann, Eisenquellen. Ja, ich meine, außer vorne dran. Ja, ich weiß, was du meinst. Im Grunde abzweigen. Genau, direkt vorne dran. Oder du schaffst eine neue Eisenquelle an. Ja, aber hallo, wir benutzen... Das ist... Wir haben für einen einzigen eine ganze Linie. Das ist viel zu viel für einen. Nein, wie kommst du auf die Idee? So viel, das gibt es nicht. Nicht hier. Nicht bei Marcel Davis. Eins, nein. Nee, ich mach das. Ich zapf eins an. Dann sind wir einfach alle glücklich. Mach mal so, als hätte ich das geplant, okay? Klar. Dann sind wir alle ganz froh und ganz glücklich. Nicht. Ja, nicht wirklich. Es ärgert mich. Nicht nur dich. Es wäre wirklich sehr schön gewesen, wenn es so smooth geklappt hätte, aber da habe ich mich dann doch verplant. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt anders machen können. Dafür ist zu wenig Platz. So. Was machst du? Craften. Und was? Craften. Präzise. Ja, was? Muss doch eine Überraschung bleiben. Ich mag es nicht, wenn du Überraschungen machst. Die letzte Überraschung war, dass ich das Auto gebaut habe, oder? Ja, eigentlich. Bin ich eher nicht so positiv. Ja, ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Ich weiß ja nicht, aber wenn ich auf dem Mitarbeiterparkplatz bin, wie stehst du dann dazu? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst. Also gehen wir davon aus, dass du positiv dazu stehst. Ich entziehe mich der Aussage. Ich verweigere die Aussage. Verweigerung der Aussage? Mhm. Ganz sicher, dass du das tun willst? Nein. Gut. Das heißt nicht, dass ich nichts gemacht habe. Du hast aber auch gesagt, du willst nicht dich der Aussage entziehen. Pommes! Reicht dir das nein, für eine Antwort? Nein, Tourette ist keine Ausrede. Scheiße! Meine einzige Waffe. Die auch nicht existent ist. Nee. Und auch nicht meine Waffe wäre. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, nee. Gleich
gleich muss ich wieder bei dir vorbeischauen, komm, was du so Unnötiges machst. Wow, wow, was sind die da? Willst du wahrscheinlich mal dann noch was Copyright zu- Claim. Was? Ja, komm. Musst du realistisch bleiben. Ja, beim nächsten Mal pfeife ich es. Ich weiß, das hilft auch nicht. Das macht es doch schlimmer. Also, das hier brauche ich wie oft? Warum kann ich es nicht? Bin ich... Warum verbinden die sich nicht? So oft. Kann ich das nicht eigentlich? Nee, oder? Hä? Irgendwas. Wieso kann ich die nicht verbinden? Schon besser. Okay, warum kann man das nicht einfach gedrückt halten? Ich verstehe das. Hurra! Jetzt auf. Nee. Wieso geht das jetzt nicht? Was versuchst du denn zu machen? Vielleicht kann ich dir eine Ferndiagnose geben. Okay, Dr. Sommer, ich hab... Mein Problem ist, da ist so eine Maschine und... Ja? So ein langes, hochraustragendes ja. Ding. Also so ein Elektrozaun oder ein Pfeiler. Ah ja, ja, okay. Und irgendwie... Die beiden ja. Verstehen sich nicht gut miteinander, also die kann ich nicht richtig miteinander verkoppeln. Ist nicht mein Problem. Dr. Sommer, wieso? No power. So ist mein Problem. Not my problem. Nicht mein Problem. Problem gelöst. Und beim nächsten Mal, Dr. Sommer, erfahren Sie. Nichts. Was erfahren Sie dann? Also, du hast eine Maschine und da ist nochmal genau was das Problem? Ich kann den nicht miteinander verknüpfen. Ja, aber was meinst du damit? Also, ich habe ja Strompfeiler, der steht da, 1 und 4. Und ich kann ihn nicht mit der Maschine verbinden, also das Stromkabel will ich. Vielleicht hast du keine Kabel? Nee, ich habe noch 11 Stück da stehen. Und ich kann noch Pfeiler setzen. 11 von 1 hab ich. Das zeigt mir an und so. Du weißt, dass du für den Strompfeiler zu setzen was anderes brauchst als für das Kabel. Ja, ja, es funktioniert. Es funktioniert eigentlich alles in der Theorie schon. Ist vielleicht das Teil einfach voll ausgelastet? Nein, ist auch nicht. Okay, das macht keinen Sinn. Ich hab das schon abgebaut und so. Das hört sich wirklich komisch an. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Hey, ich kann's. Also wenn das Problem dauerhaft da bleibt, sag Bescheid, dann komme ich mal vorbei. Komm ich mal vorbei und schau danach. Ja, komm mal vorbei. Okay. Jetzt habe ich noch nicht mal ein Auto. Das ist
skandalös. Wie soll ich denn jetzt überhaupt dorthin kommen? Das ist doch unmöglich. Gell. In der Hauptverkehrszeit. Ja, gell. Skandalös. Überall Stau. Auf dem Bürgersteig. Auf dem rechten Weg. Oh Gott. Ja. Damit hätten wir dann für heute auch schon mal den schlechten Nationalsozialismus-Vergleich. Nein, ich meinte die Partei. Nee, das war der vierte Weg. Nee, der dritte Weg heißt die Partei. Sicher? Ja, die Partei ist der dritte Weg. Wo bist du? Hä? Bin ich jetzt komplett inkompetent oder? Ich bin nicht drin. Hä? Ich bin nicht in der Fabrik drin, ich bin vorne dran. Ach so, oh, sag das doch. Ich kann auch nicht für immer mit dir denken, also für dich denken, also. Ne? Also das, was ich immer für dich tue. Ja. Ja, wo bist du jetzt? Ach hier, was soll denn das werden? Das ist meine Auslagerung. Von was? Ah, okay. Den Stahlrohren, wo ich mich verschätzt habe. Wenn du versuchst, diesen Pfeiler hier mit diesen zwei Konstruktoren zu verbinden, per Stromkabel, try it. Ich meine, ich weiß jetzt, der Pfeiler ist noch nicht angeschlossen. Ich schließe ihn jetzt mal an, das kann ich. Ach so, du hast ja auch den einen Constructor mit dem anderen Constructor verbunden. Da ist nichts bei mir mit verbunden. Du hast den Constructor mit dem Constructor verbunden. Siehst du das Kabel denn hier nicht? Da ist kein Kabel bei mir, lol. Mach's mal weg. Nee, ich seh's nicht. Das ist Grafikbug. Ich seh's nicht. Ich kann's auch nicht wegmachen oder sowas. Den Fehler kenne ich schon, aber mach's mal weg. Jetzt. Habe ich auch schon mal erlebt. Hat mich schon beim ersten Mal verwundert, aber... Ah, ja. Ich muss das nicht verstehen, warum ich es nicht gesehen habe. Dankeschön, die Firma dankt. Bitteschön. Was ist denn das da? Truck Station. Das ist cool. Das ist die freundliche Entgegenwendung. Nehme ich mal deine Crafting Bench hier in Anspruch. Die ist jetzt Staatseigentum, habe ich beschlossen. Staatseigentum? Sind wir hier jetzt in der DDR? Klar. Okay, alles eingebürgert. Okay. Wieso denn auch nicht? Spricht denn irgendwas dagegen? Ich weiß nicht. Die FDP? Ha! Okay, ich hör auf, sonst... Es geht... Keine Ahnung, was es denn gibt. Ja, wollte gerade sagen, ich wüsste nicht wieso. Vielleicht ruft Christian Lindner an. Klar, jetzt live Christian Lindner zugeschaltet. Warte, wir spielen das Interview jetzt mal durch, okay? Also, ja, okay. Ich bin Christian Lindner, du bist der Typ, der solche unnötig komplizierten Fragen stellt. Dieser, wie nennt man das nochmal? Journalist? Ich habe das Wort nicht richtig verstanden. Kannst du es wiederholen? Journalist? Was ist das? Ich kenne das Wort nicht. Wirklich nicht. Ah, okay. Dann ist ja alles gut. Also, stell Christian Lindner mal die dringendste Frage, die dir auf der Zunge liegt. Du bist doch nicht... du arbeitest doch nicht. Du bist unwichtig. Aber war der Satz nicht, um es genau zu nehmen, man sollte das lieber den Profis überlassen? Das hab ich doch niemals gesagt. Glaube ich. Ah ja, okay. Also ich bedanke mich für dieses Interview. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Ja, sehr. Freue ich mich. Für mich. Hat die politische Meinung sehr stark beeinflusst, wie man nicht wählen sollte. Die SPD, die Linke.
Klar. Beispiel. Gut. Das ist meine Hasspartei. Ich glaube, die war für Enteignungen. So. Ach nee, das... Wo gehe ich denn hin? Ich gehe in die falsche Richtung. Du bist mir doch bestimmt nicht böse, wenn ich hier ein paar Sachen... Doch. Gut, dann mache ich es erst recht. Was denn? Ein paar Sachen mitnehme. Ach so, nee, hab ich kein Ding. Ich hab kein Ding. Oh Gott, bitte töte mich. Hua, 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 bye, bye, bye. Wir haben doch zwei Rohrproduktionen. Warum hast du von den Rohrproduktionen nur eine angeschlossen? What? Wir haben zwei Produktionen von Rohren. Ach so, warum ich die anderen nicht angeschlossen habe, weil ich die andere mir alternativ für nicht Deutschland die Stahl, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, Sekunde. Increased Industrial Beam aufheben wollte. Ah, ja, okay, das macht Sinn. Deswegen, ich wollte mit der noch nicht irgendwie hier großartig anfangen. Bevor ich nicht weiß, wie das mit der anderen aussieht. So, genau. Außerdem brauche ich nicht mehr. Beziehungsweise eigentlich bräuchte ich nur eine Elektroschnecke mehr da drin. Und dann würde es sauber und glatt laufen. So richtig schön smooth. Und ich bin jetzt am Überlegen. Brauche nicht mehr viel. Und dann bin ich gleich schon fertig. Mit was denn? Mit dem Machen von diesen komischen, ja, mit den komischen, ne? Den komischen? Ja, den komischen. Ah, ja, mit denen. Ja, genau, mit den komischen Minecraft-Blöcken.